Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Pokémon Erkundung zum Himmel. Wir sind ja in den letzten Parts unterwegs gewesen, hier durch die Blizzard-Insel, haben leider beim ersten Versuch leider nicht so gut ausgesehen. Diese blöde Kratzfurie von diesem verdammten Mundtier, aber die sind echt gefährlich, ja? Nicht nur vom Mundtier, sondern auch von Enteron. Und ich muss im letzten Part sehen, dass Schnupsi ja einen Halbern trägt, habe ich mir auch extra gegeben. Allerdings habe ich nicht bedacht, dass das auch ja sein Magen leert langsam, auch wenn man den nicht richtig auffüllen könnte normalerweise. Ich werde deshalb dir erstmal den wieder abnehmen. So. Und, mein Gott, einen Apfel kann ich doch wohl entbehren, denke ich mal. Deswegen, bitteschön, damit kannst du dich auch nicht wieder bewegen. Und du wirst ihn auch nicht mehr so leicht verlieren. Halbband brauchst du ja jetzt nicht so dringend im Moment. So. Ich glaube auch, das Halbband nutzt einem ja eh erst was, wenn man wirklich verletzt ist. Aber ich glaube auch, erst dann würde der Effekt eigentlich eintreten, ne? Dass der Magen geleert wird langsam. Ich glaube schon. Meryl hebt Singlebeere auf. Irgendwie möchte ich die mitnehmen. Hab ich so das Gefühl. So. Wo könnte dieses Meryl sein? Auch wenn ich so langsam gerne mal weiter möchte. Ich meine, ich bin jetzt schon E10. E17 war, meine ich, letztens die Grenze, wo wir da gestorben sind. Ist jetzt, glaube ich, so meines Wissens der Fall. Natürlich treffe ich nicht. Warum sollte ich auch? Wie viel AP habe ich noch? Ich habe nicht mehr 4 auf Durchbruch. Da muss ich aufpassen. Hätte ich eben nicht einsetzen dürfen eigentlich. Na gut, ich habe jetzt noch Top-Elixier, aber ich will mal ganz ehrlich sein. Okay. Es scheint ja nichts. Meryl? So, du bist ein Meryl, das sehe ich doch jetzt schon. Dann mache ich mal einen Schaufler. Tschüss! So, du machst einen normalen Angriff. Hilft dir nicht. Du hast die Singlebeere, sehr schön. Nehme ich gerne mit. Hat anscheinend auch nicht geschadet, war also eine gute Idee von mir diesmal. Wer weiß, sonst hätten wir vielleicht auch sterben können. Einmal ein Belebersand verschwendet für eine Singlebeere, ich weiß ja nicht. Ob sich das so gelohnt hätte, naja. So. Ich hoffe, wir werden keinen einzigen verbrauchen. Das wäre natürlich sehr schön. Das ist gefährlich. Das ist auch nicht schön. Dann werde ich jetzt erstmal ausweichen, indem ich das hier schon mal vorab mache. Jetzt haben wir Enteron und Mundtier in einem Raum. Komm schon. Ja, Rauchwolke ist gut. Dann mache ich schon mal vorab Schaufler, damit Flumsi hoffentlich jetzt Enteron besiegen wird. Die Hölzekolle auf jeden Fall besiegt. Komm her. Bam. Gut, beide ausgeschaltet, sicher und zielgerecht. Schnäppke dürfte kein großes Problem sein, nehme ich mal an. Ich beiß mal zu. So viel KP hast du ja nicht auch nicht, ne? Ja, sag ich doch. Sag ich doch, so. 5 AP, 5 P meine ich, also Poké, das war ja relativ wenig. Naja. Und ich habe gerade gesehen, mein Magen knurrt. Ob ihm das gefällt, gefallen wird, meine ich. Gefallt. Ob mir das gefallen wird, weiß ich nicht. Ich hoffe, wir kommen hier rechtzeitig wieder raus. Den Schaufler mache ich einfach mal neutral. So, hab mir schon fast denken können, dass du nicht triffst. So, das reicht tatsächlich aus, auch wenn es nicht effektiv ist. Also, es ist normal, sagen wir so. Ach, das war eine sehr gute Entscheidung, hier lang zu gehen. E13 heißt es dann. Ein weiter, dann kann ich gleich wieder Schaufler einsetzen. Flupp, solange ich die AP noch für habe, dann soll ich das auch nutzen. Was ja nicht mal ausreicht. Na gut. Und eine Funkelbox und ein Level-Up, das ist natürlich sehr gut. 1, 1, 1. Das war jetzt nicht sehr ergiebig. Schwundsam. Da gab es schon mal bessere Level-Ups. So, und weil es so schön war, nochmal. Hui. So. Und du lebst noch, das dachte ich mir schon. Jetzt habe ich noch einen Schaufler. Soll ich den nochmal machen? Ich glaube, ich gehe nach oben. Plopp. So, wer kommt da? Ein Plinfer. Ja, das ist ja kein großes Problem. Das kann man auch mit einer normalen Attacke eigentlich machen. So, bis dahin ist mein Zug aber dann hoffentlich auch mal beendet. War klar, dass das reicht. So, schwere Box und Blizzard. Ach, was für eine schöne TM gerade für diesen Dungeon hier. Blizzard in der Blizzard-Insel. Wir haben jetzt schon Donner gefunden, Blizzard. Das ist natürlich sehr geil. Blizzard, Donner. Sehr coole TMs hier. Was gibt es hier wohl noch? Flammenwurf? Gut, hat Flupsi schon. Den hat er, glaube ich, auch durch eine TM gelernt, ne? Meine ich mich zu erinnern. Du kriegst einen Steinhagel, meine ich. So, da habe ich ja noch genug AP von. Und, das dürfte reichen. Oder auch nicht. Oh, das ist mir zu gefährlich. Hier, bitteschön. Das ist leider noch gefährlicher. Zack. Ich glaube schon, reicht, oder? Nein. Nicht, wenn du Rauchwolke einsetzt. Sag mal, hallo? Würdest du bitte mal sterben? So, jetzt haben wir auch ein Level ab. Das ist sehr schön. Kommt gerade recht. Das kommt immer gerade recht. Du kriegst auch nicht wirklich gute Wertboosts, wie ich gerade sehe. Ich hoffe, von den KP her reicht, dass sie sich weiter kann. Ja, sehr schön. Und ich werde mich jetzt mal hier kurz hinstellen und ein bisschen KP heilen. So, A und B gleichzeitig gedrückt. Und das ist natürlich blöd, wenn dann dein Magen anfängt zu meckern. Dann. So.
fresse ich ihn halt. Muss eben genau darauf achten, dass ich auch nicht mich verklicke, weil ich wusste, Flumps hat den zuletzt gegessen. Da ist der Cursor kurz drauf. Hätte ich mich da verklickt, wäre jetzt blöd gewesen. So, Chaos-Samen. Ich hätte so gerne Belebersamen. Ich hab immer wieder Hoffnung drauf. Ach mein Gott, ich habe ja auch noch Glück mit den Treppen. Beziehungsweise ich wähle natürlich immer die richtige Seite, wo ich lang muss. Das Bildschirm nicht gerade, ja. So, und Sogorb. Das ist natürlich auch praktisch. Den nutze ich, glaube ich, auch gleich mal, bevor wir die Ebene verlassen. Das lohnt sich aber erst auch nur... Nee, jetzt habe ich hier schon so viele Items gefunden. Obwohl die... Das sieht eigentlich relativ groß aus hier, diese Ebene. Dann mache ich doch mal den Sogorb. So, hier sollte eigentlich kein Kekleon-Mark sein. Naja, ne? Blendsamen. Für einen kurzen Moment dachte ich Belebersamen, aber na gut. Nur wegen dem B vorne. Oh oh, das ist natürlich jetzt riskant. Jetzt müssen wir nach oben links und hier sind vier Gegner im Raum. Hm, okay. Wir müssen ja nicht alle Items mitnehmen. War klar, dass jetzt ein Regentanz kommt. Das dachte ich mir schon fast. Wablu, gehen wir mal nach oben. So, geh schon mal raus. Ja. Ach Mensch, das war ja schon wieder eine IQ-Fähigkeit Einschüchterer oder. Nee, das war eine andere. Ah ne, das war die von Wablu selber. Alles klar. Das ist ein Azumarill. Regentanz und Hagelsturm. Okay, sind das mehrere Formios, die jetzt hier sind. Und jetzt Sonntag. Regentanz. Sonntag. Regentanz. Regentanz. Hagelsturm. Und trotzdem ist das Wetter klar. Das muss mir mal jemand erklären, bitte. Das ging schnell. Aber du hast ja auch eh... Sag mal, hallo, hast du irgend noch was zu tun vor mir in deinem Leben? Das tat weh. Regentanz. Och nö. So, warte mal, da muss ich kurz ausweichen. Jetzt auch gut, mein Freund, ne? Ich dachte, es ist gut. Ja. Krieg ihr das nochmal ab und tschüss. Hatte zuletzt Sonntag jetzt eingesetzt, damit Meteorologe jetzt nochmal. Nee, nicht Sonntag, sondern andere, damit das noch mehr Schaden bei Azumarill macht. Hatte ich mir wirklich viele KP, muss ich sagen. Allerdings, hat es ja wie gesagt den Itemmeister ausgemacht. Nein, das gefällt mir nicht. Das reicht ja fast aus, Mensch. Du kannst ja nochmal machen. Kann auch ein bisschen heilen gehen. Ja, das soll reichen, ne? Ich will jetzt ja keinen Belebersamen verschwenden müssen. E19, das ist sehr gut. Ich hoffe, wir sind hier bald durch. Vorsichtig. Das ist mir zu gefährlich. Du kriegst einen Durchbruch, mein Freund. Du bist ja noch vom Typ normal. Die sind echt gefährlich hier. Ich glaube, ich fresse eine Singelbeere. Man weiß ja nie. Ich habe jetzt mittlerweile 5 Stück. Ja, komm schon. Jetzt, wo ich hier auf E19 bin. Und wie gesagt, 3 Belebersamen, ne? 1, 2, 3. Das sind wirklich auch Belebersamen, keine Blabersamen. Da haben wir im letzten Part ja mal gesehen, wie das funktioniert. Das ist natürlich auch mal sehr interessant zu sehen. So, E20. Dauert anscheinend noch eine Weile. Du hast nichts zum Team, wie ich gerade sehe. Ich weiß nicht, kaputt. Ich nutze wahrscheinlich gleich einmal ein Top-Elixier. Falls... Oh, das tat weh. Mit dem Kapierstand möchte ich eigentlich ungern herumlaufen. Eine Kratzpurie und dann war's das. Wenn ich Pech habe und das alles immer trifft und dann noch 5-mal trifft, wie man es so kennt hier. So, gehe ich mal hier lang. Ja, scheint nicht ganz der richtige Weg gewesen zu sein. Oder? Wer weiß. Treppe? Bist du hier? Mittlerweile sind die KP sowieso schon fast wieder aufgefüllt. Da ist sie ja. Wenn wir ganz langsam sind und Fnupsi nicht sagt, ich setze Flammenwurf ein, können wir uns mal kurz 127 Pokémon in der Lage reißen und einfach gehen. Das ist gut. Ja. Ah, wir sind durch. Da kommt der nächste Dungeon. Das dachte ich mir schon. Endlich. So. Hier wollte ich doch schon mal länger hin. So, dort zieht sich eine riesige, zerklüftete Schlucht durch die Eiswand. Das ist die Gletscherhöhle, oder? Anscheinend führt sie in eine Reihe von Höhlen. Das ist der Eingang zu einem weiteren Dungeon. Das stimmt. Du kannst jetzt die Gletscherhöhle betreten. Sehr schön, damit haben wir die Blizzard Inns abgeschlossen und können jetzt hier speichern, nehme ich an. Und wir können hier sogar Lager überprüfen, das ist umso besser. Erstmal speichern, endlich sind wir hier durch, mein Gott. Und wir haben keinen einzigen Belebersamen verbraucht, das ist doch gut. So, Lager überprüfen. Das werde ich später verkaufen. Dich nehme ich mit. Ich brauche einen Apfel zur Sicherheit. Ich muss ja nicht alles wirklich lagern. Weil, okay, so viel Platz haben wir eigentlich doch nicht mehr im Schatzbeutel. Was ist denn... Ja, erstmal euch. Kann ich später schätzen lassen. Und ich muss mich dann auch in Zukunft bald wieder um unser Lager kümmern, dass ich das ausmiste. Und zwar, indem ich auch die Gummis mal alle endlich verfüttere. Und zwar alle. Ausnahmslos. So, euch nehme ich auch mit. Also ins Lager. Zur Sicherheit, alles klar.
denn wir brauchen endlich Platz und das ist auch besser so. Die gehören in den Magen, nicht ins Lager. Das wäre geklärt. Weiter. Ich hatte jetzt fast. Habe ich doch einen Apfel vergessen? So, hallo? Ich muss nach vorne. Hätte ich ja fast vergessen. So. Da. Davon haben wir auch nicht mehr allzu viel. Sollten wir auch mal bald wieder was kaufen, ne? Gut, ihr wisst ja auf jeden Fall, was wir in nächster Zeit zu tun haben. Sollten wir hier endlich mal wieder wegkommen, also erfolgreich auch, dann sollten wir uns um die Gummis kümmern. Gletscherhöhle U1. So, was wartet hier auf uns? Etwas anderer designter Dungeon. Rosanas, Nibel, Keifel, Bummels, Azurel, Nasnet, Warblumen, Schnäppke, Plinfer, Empolion, Schneebedeckt, Snibunna, Glacier oder Mamukel. Ähnlich wie in der Blizzard-Insel, aber anscheinend noch stärkere Pokémon. Empolion unter anderem. So, ich möchte hier gern weg. Schnäppke, jetzt mich nach oben. So, tschüss. U2. Ich glaube, dieser wird nicht so groß sein wie die Blizzard-Insel. So. Weiter geht's. Und? Das scheint mir jetzt keine so große Ebene zu sein. Ja, deswegen ist es auch nicht so schwer, eine Treppe zu finden. Gut. Und wie man hört, nach jeder Ebene wechselt sich hier die Musik etwas ab. Ob das jetzt nach bestimmten Regeln erfolgt oder ob es wirklich jede einzelne Ebene eine andere Musik kriegt, das weiß ich nicht. Scheint jede. Und zwar auch immer drei verschiedene. Und zwar abwechselnd. Also, die eine kommt zum Beispiel immer Ebene 1, 4, 7 und so weiter. So, du hast ja relativ wenig KP, das wissen wir ja. Biss sollte dann ausreichen. Sengo, du bist ein Normal-Pokémon. Durchbruch. Und das reicht nicht mal aus. Itemsperre ist ja nicht so wichtig, hoffe ich, bei dir. Also, was willst du mir eigentlich alles verbieten hier? Biss. Obwohl ich ja sowieso nur Angriffsattacken habe. Und Sengo möchte ins Team, das ist doch schön. Dich nehme ich mit rein. Dann können wir auch gleich mal sehen, wie hoch die Level hier sind. 42. Okay. Na gut, das ist ja immer unregelmäßig. Das muss ich damit auch nochmal bedenken. Aber Sengo, du darfst natürlich keine Items benutzen. Das wäre mir hier zu blöd. Attacken. Wie sieht es da bei dir aus? Scanner, Zermalmklaue, Verhühner, Itemsperre. Die brauchst du nicht. Zermalmklaue und Scanner. Warum nicht? Flea Orb habe ich ja noch. So, Poke. Gehe ich jetzt mal lang. Ich gehe. Nee, das ist, sieht nach einer Sackgasse aus. Ja. Sieht nach einer Sackgasse aus, meine ich. Ach ja, so, Poke nehme ich immer gerne mit. Man weiß ja nie. So, und da unten ist nochmal Poke. Luftstrahl. Oh oh. Das will mir nicht gefallen. Scanner ist nun mal nicht schlecht. Das war schon mal daneben. Mach mal ein Zermalmklaue, mein Freund. Das wird auch praktisch. Oder ich beiß einfach zu und lass mich die ganze Arbeit machen. Ich nehme mich auch mit auf. So, du bist dann gleich sofort weg. Ich habe Nein gedrückt, kann das gerade sein? Ich wollte Ja drücken. Ich Idiot. Ist ja auch egal. Normalerweise habe ich ja gesagt, ich nehme jeden auf, der ins Team möchte. Denn eine Verstärkung ist eine Verstärkung. Egal, ob ich dann ein Pokémon zweimal im Team habe. Denn, ja, wie gesagt, aber egal. Jetzt habe ich eh Nein gedrückt. Ich habe eh schon einige Pokémon doppelt, meine ich, ne? So. Sengo ist trotzdem eine gute Hilfe eigentlich fürs Team. Weil, wie gesagt, das kann uns ja nichts Negatives anhaben. Weil es keine Items verschwendet. So, das reicht natürlich nicht aus. Geschenk war nichts. Biss. So. Glaciola, du bist von Typ Eis. Ich hoffe, du fällst jetzt auf den Schaufler rein und kommst einen Schritt näher und setzt keinen Ruckzucki ein. Ja, kommst einen Schritt näher und boom. Reicht nicht aus. Eissplitter, aua. Aua, aua, aua. Ich beiß mal zu. Das reicht dann aus. Gut, das wissen wir schon mal. Oh, die kommen schon zu zweit hier. Ja, das war der richtige Weg. Ja gut, es wäre auch eigentlich kein anderer mehr da gewesen. Die Ebene ist relativ schmal oder klein, wie man es auch nimmt. Ein Band, ein Zinkband. Na gut, ist glaube ich gut für die Spezialverteidigung. Da habe ich eigentlich mal ein Band, was ich auch Fnupsi geben kann, ohne dass er irgendwie Negatives davonträgt. Und der Part ist gleich vorbei, wie ich sehe. So, kann ich hier vorbei? Ohne... Na, natürlich, komm. Scheiße. Ah, ich glaube, das Zinkband erhöht die Spezialverteidigung, nicht die physische Verteidigung. Ja. Oder? Ja, Spezialverteidigung, sonst hätte die Wasserdüse nicht so viel Schaden gemacht. Ja, das ist ja eine physische Attacke, meine Lieben. Hätte ich jetzt ein anderes Band gefunden für die physische Verteidigung, hätte es nicht so viel Schaden gemacht, wie gesagt. Drachenklau und das reicht nicht aus. Und aua. Uiuiui. Bis. Ich muss jetzt aufpassen. Fnumsi ist noch an. Wir sind beide gleichzeitig angeschlagen. Also beide gleich ungefähr. Und wir haben ja auch die gleiche Anzahl an KP. Du kannst erstmal den Scanner einsetzen, meine ich. So. Ja, sehr gut. Kannst du gleich. Das tut natürlich gleich weh. Zu meinem Klau setzen. Aber, mein Lieben, der Part ist für heute beendet. Im nächsten Part erkunden wir dann die Gletscherhöhle weiter auf der Suche nach dem Erkunder Cherox. Bis dann und auf Wiedersehen.